So, Hallöchen zurück. Muss da eigentlich hier lang, ja, genau. So, müsste eigentlich richtig sein, dass man hier sind. Da kommst du nicht rein. Der vertrocknete Robenträger sorgt dafür. Ich bin sehr überzeugend. Aber was will ein Osaram überhaupt in einem Kaja-Schrein? Er erinnert mich an jemand. Einen Verstorbenen. Aber was weiß ein Mädchen wie du schon von Verlust? Einiges. Mein Geliebter. Er baute Denkmäler für ihren König. Und dann gab er ihnen auch noch eine Vorstellung in ihrem Sonnenring. Die Karcha haben mir seine Knochen gegeben, aber was soll ich damit? Sie bauen nicht mehr. Sie lachen nicht mehr mit mir. Und die Statue des Sonnenkönigs macht das? Ich will seine Arbeit nochmal sehen. Die Spuren seiner Hände am Stein und am Metall, das ist seine Seele. Doch dieser verdorrte alte Priester lässt mich nicht rein. Ich tue, was ich kann. Kehre um, Kind. Der beständige Yahamin will in seiner Zuflucht allein sein. Wenn du allein sein willst, geh woanders hin. Manche wollen hier beten. Entweihen, meinst du? Nur eine weitere Beschmutzung des einstmals Reinen. Fürwahr, unser Stamm verlor das Licht. Unser König ist falsch, der Tempel korrupt und die Soldaten schwach. Die Sonne hastet durch den Tag aus Scham. Ich dachte, Awars Krönung war der Wille der Sonne. Er hat seinen Vater entehrt. Entehrte uns alle. Einen Sonnenkönig töten. Wie viel Schatten, wie viel Dämmerung er über uns brachte. Und wie viele hätte der Sonnenkönig noch getötet, wenn Awad nicht gewesen wäre? Die Sonne rief nach Blut. Und wir hatten ihr zu gehorchen. Du bist dumm. Du nennst den Tempel korrupt. Aber gehörst du nicht dazu? Sie nennen sich Sonnenpriester. Aber sie sind zu weich. Alles nur Kinder und Speichellecker. Und wer sein ganzes Leben lang im Dienst der Sonne stand, wird beschämt und ignoriert. Das ist es also? Schmollen? Ein Wutanfall? Du weißt nichts von unseren Bräuchen und wagst es, mich zu beleidigen. Warum hältst du die Armee für schwach? Weil sie keinen Krieg gegen alle führt? Ein Karja-Thron, der sich auf dreckige Söldner verlässt, das ist grotesk. Die sogenannte Befreiung war eine Säuberung. Unsere besten Krieger wurden aus der Stadt verbannt, nach Sonnenfall oder in den verbotenen Westen. Der Stamm ist zerrissen. Die einst im Licht wandelten, sind jetzt im Schatten. Doch alle außer dir sind froh, dass sie weg sind. Die Kaja wurden also unrein? Was meinst du denn damit? Ist Meridian nicht für seine Erbauer bestimmt, die es groß machten? Es war rein, bevor fremde Siedler es übernahmen. War Meridian also rein, als die Fremden in Käfigen starben oder in der Arena? Die Sonne ist rein, Kind. Es kommt uns nicht zu, den göttlichen Willen zu hinterfragen. Wir führen ihn nur aus. Wie gerne würde ich ihn eine klatschen. Aber Eloy ist ja lieb, nett und adelig. Ich will nicht mehr streiten. Bleib oder geh, aber verwehre niemandem mehr den Zutritt. Ich bin hier durch den Willen der Sonne. Oh, wollen wir mal. Du glaubst an das alte Regime, aber nicht genug, um dafür auch zu sterben. Schöne Überzeugung. Heidim. Meine Überzeugung strahlt wie die Mittagssonne. Dann vertreibe doch mich und den Osaram. Ich...
Ich kann nicht. Dachte ich mir. Ihr werdet bezahlen. Bestimmt nicht bei dir. Keiner Penner. So. Es gibt hier viel Arbeit, aber keine, die mir gefällt. Immer weiter so, mein Freund. Er leistete die beste Arbeit seines Lebens. Und sieh es dir an. Sie verschandelten es. Sie hassen, wofür er stand. Sie verschandelten das, wofür Sklaven lebten und starben. Sklaven, an die niemand mehr denkt. Kurzsichtige Bastarde allesamt. Wenn ihre Sonne von der Brücke springt, springen sie hinterher. Ach. Vielen Dank. Du hast meinen Wunsch erfüllt. Ich hoffe, du findest Frieden. Ach, ich wüsste nicht, was ich damit soll. Ebenso wenig wie die Karja. Was haben wir denn da? Anfangs hatte ich sonnenreich so meine Zweifel. Sonnenkönig, Statue. Naja. Muss man nicht lieben. Aber naja, na, dann machen wir mal weiter. Lalalalala. Achso, da ist ein Blitz. Na, ihr da, ich sag's das. Bumm. Das war cool. Schon? Also mal ein bisschen Holz. So. Wir müssen jetzt hier alles befreien. Ich glaube, der Sonnensteig ist zuerst dran. Mensch, du Vieh. Herstellen kann man mehr Munition? Schweinsknochen. Okay. Wächter. Echt jetzt? Wie viele sind das? Das sind 5 Stück? Schade, muss er sich gerade drehen. Bemerkt.
Wo geht's denn hin? So, mal ein bisschen Munition dann erhöhen, mal gucken. Irgendwo Schweinsknochen her. Gegen. Man kann ja auch daraus eine Missy machen. Das zeige ich dann euch auch noch. Wenn ihr möchtet, heißt es. Nur wenn ihr möchtet. So, da müssen wir jetzt hoch hier. Genau. Da müsste irgendwo ein Weg sein. Wenn ich mich nicht ganz täuscht, müsste es hier irgendwo einen Weg geben. Bin ich denn richtig? Ah ja, ringsrum. Okay. Ah, hier geht ein Weg hoch. So. Hier kommt ja nichts anderes. Also. Zack. Na? Der wagt sich noch zu schießen. Na komm. Was machst du? Was liegen die alle da hoch? Ja, mal gucken, komm. Gott. Meine Fresse, ihr Dreckviecher. Genau, fall runter. Bleib unten. Fresse halten. Dreckvieh. Jetzt egal, jetzt können wir die Rüstung jetzt noch anlassen kurz. Na komm, ey, bleib doch nicht jedes Mal irgendwo an so einem kleinen Putzelstein hängen. Erst regt mich sowas von dermaßen auf. Du bist besser im Jagen als ich. Ich werde malen, solange ihre Geister noch da sind. Es werden wohl noch mehr kommen. Ja, es kommen immer neue Maschinen.
Ihre Geister finden neue Körper, doch wir leben nur als Erinnerung weiter. Und deshalb auch die Malerei. Ein Denkmal für unsere Schamanen. Für die Weisheit, die die Kaja uns nahmen. Das Maschinenöl macht die Farbe haltbar. Und so erhalten wir auch die Erinnerung an sie. Ich danke dir, Jägerin. Aber wir können sie mich gleich anlassen. Ah. Was machst du eigentlich hier draußen? Na, was macht eine Pflanze hier draußen? Erinnerung an die Metallwelt, Kleiner. Hä, nee, warum nicht noch? Okay. Ja, kurzer Umweg. Quest mache ich ja noch zu Ende, dann nehme ich die nächste Quest. Ja, neue noch Questen. Da den haben wir eingesackt. Den da muss ich noch einsacken. Und weiter unten muss da eigentlich auch noch einer liegen. Mach ich doch. So, jetzt sind wir nämlich auf dem Weg zum Seeschrein. Und dann brauchen wir die nämlich auch wieder. Da haben wir nämlich... Nein. Oh Gott, ey. Steuerung langsam. Oh, warte mal. Schnapp mal. Komm. Hast dich so gedacht. Na Scheißkopf. So, jetzt können wir das normale anziehen. Das wäre auch schön, aber das gegen Verderbnis aber gehen. Schleichen. Und dann das Teil geht vielleicht so. Wir nehmen das normale, den normalen Weg mit der Brücke. Als wir bei der Befreiung den Käfigen entkamen, lief ich über diese Lichtung und dachte, sie sei hinter mir. Ich lief weiter. Aber sie blieb hier. Danke, dass ich durch dich zurückkehren konnte. Ich will nicht drängeln, aber sicher ist es hier nicht. Ich verstehe. Ich tat das schon mal in Wachträumen. Im Teich finde ich ein Armband mit Samen, das sie verlor. Die Samen sind frei, keimen auf, alles wächst. Die Erinnerung an sie geht in den Dschungel über. Ich will ihr sagen, dass ich hier starb und zur Fremden im eigenen Land wurde. Und dass sie noch lebt, mit jeder Aussaat, jedem Regen,
jede Ernte. Was ist das? Da! Ihr Armband. Und ich dachte, sie sei hinter mir. Doch es ist nur mein Spiegelbild. Willst du allein sein? Zum ersten Mal bin ich's. Die hat da was in der Murmel. So, jetzt beamen wir uns zurück. Was ist das denn überhaupt? So ist ja. Hä? Ach so, die müssen ja mir auch noch. Stimmt ja. Zack. Hab ich eigentlich Fuchssound? Dann könnte ich mir das unendliche Reisepaket holen. Ich schneide das nicht raus, ihr kriegt alles zu sehen, okay, wenn's lädt. Dann sollte ich wohl zu dieser Wassermühle gehen und herausfinden, was hier läuft. Nein. Das machen wir nachher. Ja, mal. Hey, gar nicht gesehen. Die Sonne strahlt heute auf uns. Ach, geh weg. Nee, da. Das hab ich ja auch schon gehört. Du bist zum Tempel zurückgekehrt. Ich wurde eingeladen. Die Priester wollten hören, was ich über die Versöhnung mit anderen Stämmen zu sagen habe. Sie hören zu. Das ist zumindest ein Anfang. Der Weg vom Hören zum Tun ist weit. Wegen unserer Taten? Deiner Taten. Für die Trauernden. Es hat ihnen wohl geholfen. Du hast den Weg gezeigt. Die Reise bestimmen sie selbst. So ist das mit Priestern. Rot würde dir auch gut stehen. Nein, danke. Außerdem nimmt dein Tempel keine Frauen auf. Es wäre eine Bereicherung. Geh im Licht, Kind. Und die Sonne leite dich. Danke, Naman. Wo ich hingehe, kann ich vermutlich jedes Licht gebrauchen. Das stimmt. So, ach, geh aus dem Weg. Wir werden jetzt ein Level abhaben. Yep. Stufe 21. So, Questen. Wir gehen jetzt mal zur Mühle. Endsperrte kann man hier mal sammeln. Ja, seht ihr, da fehlt noch einiges. Datensätze auch. Ja, Hologrammdaten, das war jetzt das. Die Familie. Beolin, genau. Halt! Da war noch irgendwas. Ach ja, Glyphen. Jupp, jupp, jupp. Nur drei Stück. Fertigkeitspunkt, da werde ich demnächst. Das da, da kann man nämlich, mächtige und Elite-Gegner dort ist zu erledigen. Machen die nämlich so viel Geschrei. So, das war's erstmal für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Haut rein und tschüss.